Der Senegal ist ein Land reich an Kultur, aber auch an Gegensätzen. Vor den Toren Dakars ragt ein gigantisches Denkmal in den Himmel. Der Staatspräsident ließ den Bau für Millionen Euro errichten, als Symbol für Aufbruch und Erneuerung einer ganzen Nation. Doch schon unterhalb des Monuments sieht die Realität ganz anders aus. Die Entwicklung im Land kommt nicht in Fahrt. In den Straßen finden sich viele bettelnde Kinder. Ihre Eltern schicken sie vom Land in die Stadt, weil sie sie nicht versorgen können. Die Armut ist groß. Nach der Regenzeit steht in den Vororten monatelang das Wasser. Ein regelrechter Brutherd für Malaria, die im Senegal weit verbreitet ist. 150 Kilometer im Landesinneren liegt die Stadt Touba. Die größte Moschee südlich der Sahara gilt als das Mekka Westafrikas. Die Mehrheit der Senegalesen sind Muslime. Nach dem täglichen Ritual der Waschung folgt das Gebet. Der von Sufi-Bruderschaften geprägte Islam zeichnet sich durch Toleranz auch gegenüber Christen aus. Schwester Marie-Hélène lebt an einem außergewöhnlichen Ort. Lange konnte man ihn nur mit dem Einbaum erreichen. Vorbei an Mangrovenwäldern und Kornspeichern, die die Ernte der einheimischen Bevölkerung vor Tieren schützen. Doch heute kann man auch über eine Brücke nach Fadiout gelangen, einer Insel, auf der sehr viele Katholiken leben. Dorfpfarrer Alphonse steht der katholischen Gemeinde Heiliger Franz Xaver vor. Der Priester hält den Kontakt zu Schwester Marie-Hélène. Sie engagiert sich mit ihren beiden Mitschwestern in seiner Inselgemeinde. Der heilige Franz Xaver ist der Schutzheilige der Pfarrei. Eine Besonderheit der Insel besteht darin, dass die Christen mit 98% die Mehrheit der Bevölkerung stellen und dass mit den Muslimen ein gutes Miteinander und eine Art Symbiose existieren. Zahlenmäßig stellt die Insel daher genau das Gegenteil zum übrigen Senegal dar, wo die Christen nur 4% der Bevölkerung stellen. Schwester Marie-Hélène besucht die Frauen, die Andenken für die Touristen verkaufen. Die Schwester ist bei den Frauen gut angesehen. Sie schätzen ihre Arbeit als Kindergärtnerin. Die Kleinen lernen schon vor der Schule das Alphabet. Die Ordensfrau weiß, wie wichtig es ist, lesen und schreiben zu können. Denn die meisten Senegalesen sind Analphabeten. Nach der Arbeit besucht Schwester Marie-Hélène den Friedhof von Fadiout. Er liegt auf einer Nachbarinsel. Die Insel besteht aus Muscheln. Auf den Gräbern sind sie hoch aufgeschichtet. Christen und Muslime sind hier zusammen beerdigt. Schwester Marie-Hélène besucht das Grab eines jungen Mannes, der am Vortag beerdigt wurde. Viele der Priester und Ordensschwestern, die auf dem Festland in der Kirche aktiv sind, stammen von hier, der Insel der Christen. Im Landesinneren, nahe der Stadt Djourbel, lebt und arbeitet Abbé Benjamin als Dorfpfarrer. In den Dörfern auf dem Land scheint die Zeit stillzustehen. Holz und Kuhmist dienen zum Feuermachen. Pfarrer Benjamin besucht gerade seinen muslimischen Freund Walin Gom, einen der ältesten Männer im Dorf Farah. Jede Familie hat eine eigene Küche im Innenhof. Kochen, genau wie Wäsche waschen, ist Frauensache. Und natürlich geschieht es von Hand.
Neben Muslimen leben im Dorf auch Christen, wie Dorfchef Florent Puy mit seiner Familie. Ihr Glaube spielt für sie eine wichtige Rolle. Ein Radio ist ihr einziger Luxus. Ihr Leben ist einfach. Die Familie lebt von dem, was sie auf dem Feld anbaut. Wie in vielen Gebieten im Landesinneren sind dies vor allem Erdnüsse. Man braucht sie zum Kochen, zum Beispiel für Soßen, erklärt Abbé Benjamin. Landwirtschaft wird in dem Dorf noch mit ganz einfachem Gerät betrieben. Ein aus Eisen zusammengeschweißtes Gefährt muss mit Muskelkraft über die Felder gezogen werden. Wally und Abbé Benjamin kennen sich, seit der Pfarrer vor 3 Jahren die Gemeinde übernommen hat. Christen und Muslime leben hier ohne Probleme zusammen, oft sogar in einer Familie. Die beiden Gemeinschaften sind solidarisch. Das, was der einen oder anderen widerfährt, ob Freude, Bitterkeit oder Schmerz, die beiden Gemeinschaften teilen alles. Auch ihre Begeisterung für den senegalesischen Nationalsport Ringen. Die Fahrt geht weiter Richtung Süden. Von der Stadt Endofane aus gelangt Schwester Christine Ngom auf Sandpisten in ein entlegenes Dorf. Die Dorfgemeinschaft hat schon auf die Ordensfrau gewartet. Tänze und Gesänge gehören zum Empfang. Schwester Christine macht gerne mit. Mit ihrer offenen Art gewinnt sie schnell das Vertrauen der Dorfbewohner. Doch dann kommt sie zum ernsten Teil ihres Besuchs. Denn hier findet immer noch die verbotene Genitalverstümmelung von Mädchen statt. Es gibt dabei auch Todesfälle. Es gibt Mädchen, die sterben. Wenn die Blutung anhält, dann stirbt das Mädchen. Nachdem ich die schwerwiegenden Folgen der Beschneidung feststellen musste, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die Menschen dagegen zu sensibilisieren. Unterstützt von Missio klärt sie über die gravierenden Folgen der Genitalverstümmelung für Körper und Seele auf. Junge Frauen unterstützen ihre Arbeit. Das, was ich hier vortrage, sage ich mit Präzision. Ich zögere nicht mehr. Ich habe mich entschlossen, gegen die Genitalverstümmelung zu kämpfen. Diese verhängnisvolle, althergebrachte Tradition, gegen die seit Jahrzehnten vorgegangen wird, muss gebannt werden. Sonntag. Heute kommen die Katholiken der Diözese Thiers aus vielen Orten hierher, zum Wallfahrtsort Mont Roland. Nur zu Fuß kann man die Grotte Mariens auf dem Hügel erreichen. Jedes Jahr findet die Diözesanwallfahrt statt, an der auch viele Priester und Ordensleute teilnehmen. Um Respekt zu bezeugen, sind auch einige Muslime gekommen. In diesem Jahr muss die Wallfahrt ohne Bischof Jacques Sarr stattfinden, der kurz zuvor verstorben ist. Doch die Katholiken von Thiers gedenken ihres Bischofs im Gottesdienst. Thank you.
Nach der Messe pilgern alle zur Kirche. Auch Gläubige, gekleidet in traditioneller Tracht, nehmen an der Prozession teil. Begleitet wird sie von katholischen Pfadfindern. Die Katholiken sind im Senegal die Hauptvertreter des Christentums. Sie sind bei ihren Mitbürgern geachtet und anerkannt. Ihre sozialen Dienste werden von den Menschen im ganzen Land geschätzt. Die senegalesischen Katholiken leben ihren Glauben mit Einsatz und Hingabe.